Kampel präsentiert durch Billy Logistics in Oberhundingen. Ich rufe als erstes in die rote Ecke. Also dann... Adina Maschina Grekanovic! Das ist der erste Frauenkampf. Und Adina Draganovic vom Team Old Stars kenne ich persönlich. Eine riesengroße Kämpferin. Persönlich schon mit ihr trainiert. Sie ist eine privat, eine sehr freundliche, liebenswerte Person. Aber sobald sie in den Ring geht, wird sie zu einem Monstrum. Das kann man wirklich sagen. Nochmal zurück zu Adina Draganovic. Sehr, sehr gute Kämpferin. Du hast ja mit ihr persönlich trainiert in Ludwigsburg, ne? Jawohl. Wirklich eine Kampfmaschine. Sehr, sehr willensstark. Und nicht umsonst Maschine genannt. 6 Kämpfe, 4 Siege, 2 Unentschieden. Gegen eine Italienerin, Laura Torre, die 33 Kämpfe hat von 21 Siege. Das ist wirklich eine große Kampfkarriere. Das ist definitiv, glaube ich, die Kämpferin heute Abend mit den meisten und Kämpfen. 21 Siege, 11 Unentschieden und nur eine Niederlage von 33 Kämpfen. Das ist eine große Hausnummer. Natürlich eine schöne Bilanz. Sind das 11 Unentschieden oder 11 Niederlagen? 11 Unentschieden und eine Niederlage nur. So, jetzt geht der Kampf schon los. Ich bin wirklich sehr gespannt. Laura Torre habe ich schon oft kämpfen sehen. Ich kann sagen, das ist auch eine bissige. Schöne. Was für ein Spinning Back von Adina. Hast du die im Training auch spüren dürfen von ihr? Nein, mir ist sie glimpflich umgegangen. Wow, schöner Low-Kick von Adina. Frontkick setzt die Laura ein. Beide Damen haben noch etwas Respekt voreinander, aber Nadina geht schon vorwärts. Ja, Nadina ist ein Saugbau, so wie es aussieht. Bitte? Eine Linkshänderin. Ja. Und wow. Schöner Treffer. Das war ein sehr schöner Treffer. Ja, und ich muss dir recht geben, Nadina ist wirklich bissig, so wie du sie beschrieben hast. Ja. Wow.
dieses Bending Backfist in die Luft ging. Riesenglück für Laura. Die kam mit voller Wucht. Sie ist auch sehr schnell. Wir dürfen nicht vergessen, Laura Torre 33 Kämpfe. Sie hat natürlich viel Erfahrung. Vielleicht weiß sie genau, was sie da tut. Die letzten 10 Sekunden nutzt Adina gut aus. Wobei, ich wollte gerade sagen, also Laura scheint mir ziemlich in Schwierigkeiten zu sein. Ich denke, das ist auch schon mal das Anfühlen, erstmal füreinander antasten. Und erst ja, sich den Respekt auch holen, ne, irgendwo. Ja, und war Adina mit deiner Trainingspartnerin damals? Ja, auch. Wir haben zusammen viel trainiert und auch im Fitnessstudio zusammen ein paar Einheiten gemacht. Sie ist sehr diszipliniert gewesen. Ja, sie ist dann von Ludwigsburg, vom Kampfsportclub Ida zu den Allstars gewechselt. Ja, und du bist dann zu Wolfscape gewechselt. Wolfscape nach Mürzingen. Ein ganz großartiges Gym, ein Kämpfer-Gym. Viele erfolgreiche Kämpfer gibt es dort. Die haben sich qualifiziert für die WM. Schleichwerbung an der Stelle. Wird man dir vergeben. Ja. Wird man dir vergeben. Und wir kommen zur zweiten Runde. Also, ich muss wirklich sagen, die geht nach vorne. Die ist bissig. Die Laura muss da was tun. Schöner Innenlowkick. Ansätze bringt sie schon. Und jetzt auch ein paar gute Treffer. Schöne Treffer von Laura. Hat jetzt Adina ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. Adina darf sich natürlich nicht drehen. Sonst könnte sie eine Verwarnung bekommen. Ja, und da hört man jetzt. Jetzt hört das man Team auch die von Fans Laura. Von Laura. Rufen. Ja, eine stärkere Laura Torre in der zweiten Runde. Auf jeden Fall. Die hat Adina mal in Schwierigkeiten gebracht. Und jetzt hat sie wieder Ansätze gezeigt. Aber Adina geht wieder nach vorne. Ich wollte es gerade sagen, also... Laura schreit das Publikum, aber Adina lässt sich dadurch gar nicht einschüchtern. Jedenfalls ein schöner Jab, ja. Auch wieder nachgeschlagen von Adina. 10 Sekunden. So, jetzt geht ein bisschen die Puste aus. Ja. Ende der zweiten Runde. Also zwei schöne Runden. Ich glaube, die dritte Runde ist die allentscheidende Runde in diesem Kampf. Ja. Ja, man merkt natürlich der Laura an, dass sie ein alter Fuchs im Kickboxen ist, bei 33 Kämpfen. 27 Jahre. Gegen eine junge 24-jährige Adina mit erst 7 Kämpfen. 6 Kämpfe? 6 Kämpfe. Ist natürlich schon ein Unterschied. Aber. Man sieht es aber nicht bis jetzt. Ja. Hätte ich die Bilanz nicht gelesen, hätte ich das jetzt auch nicht. Ich bin gespannt auf die dritte Runde. Ich denke, hier macht diejenige die Runde, die wirklich noch Puste hat, ja. die bessere Kondition.
Kondition hat. Ne? Die bessere Kondition, den stärkeren Willen, und den Willen haben sie aber beide. Ich bin gespannt. Ja, und Adina sofort drückt nach vorne. Okay, eine schöne Linke. Bissig. Schöner Frontkick von der Laura. Rundkick leider nicht getroffen. Schöner Cross. Schöne Rechter. Und der Referee muss da dazwischen gehen. Das macht er auch. Wenn die Luft ausgeht, dann geht man halt gerne zum Clinchen über. Ja, klar. Schöne Rechte. Schön. Das ist jetzt wirklich ein schöner Angriff von Adina gewesen. Ja, und da kommen jetzt... Und sie bleibt dran. Die Fäuste von Adina abwechselnd. Schönes Spinning Backfoot. Ja. Leider nicht getroffen. Oh. Ist natürlich ärgerlich. Ist sie einfach ausgerutscht. Ausrutscht. Das kann passieren. Laura sehr konzentriert, sehr fokussiert. Schöner Treffer. Treffer von der Laura, schöner Kick. Und da muss der Referee dazwischen gehen. Das tut er auch. Und weiter geht's. Oh, ein schöner Cross. Und die Linke hinterher von Adina. Aber auch die Laura. Also ich würde sagen, das ist wieder sehr ausgeglichen, der Kampf. Ja, diese dritte Runde ist wirklich, wie du sagst, ein schöner Schlagabtausch. Sie schenken sich nichts. Beide wollen gewinnen, beide wollen siegen, beide geben alles. Die letzten 10 Sekunden. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der erste Kampf heute Abend, wo ich nicht sagen kann, wer gewonnen hat. Also, wobei ich... Die erste Runde ging auf jeden Fall an Adina. Ja, die zweite würde ich der Laura geben. Ja, und die dritte Runde? Ich würde sagen, ganz knapp hat die Adina dann doch gewonnen. Adina war sehr bissig, sehr schnell. Entschlossen. Dafür war die Laura ein bisschen kontrollierter, glaube ich. Ich glaube, Adina hat es gemacht. Ich habe aus der blauen Ecke. Gut, das ist jetzt... Da haben die Punkterichter wahrscheinlich ein bisschen bessere Sicht gehabt als wir. Definitiv, definitiv. Vom Display aus. Hi Laura, hi. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Super Kampf. Wie hast du dich vorbereitet? So wie ich immer mich vorbereite. Tägliches Training, gute Ernährung, ganz viel Sparring und einen guten Kopf, sich mental noch vorbereiten. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Möchtest du jetzt zum Schluss irgendjemandem noch Hallo oder Danke sagen? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank an alle, die da waren, an alle, die mich unterstützt haben, egal ob von zu Hause aus oder von hier. Danke an meinen Trainer und auch an meinen Ehemann Renato. Mit dem mache ich immer die besten Vorbereitungen und ich bin so froh, mein ganzes Team hinter mir zu haben. Danke an meine Eltern, die mich immer unterstützen. Und vor allem, das wird sie vielleicht erst später sehen, aber danke an meine Tochter, die ist 2 Jahre und war trotzdem hier und mit dem Ring danach. Ja. Also dann genieß den Abend, feier deinen Sieg. Schönen Abend noch. Ciao. Ja, ciao.